Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Ich habe jetzt ein bisschen überlegt und ich werde nochmal zurückgehen, sicherheitshalber. Ich glaube, da ist die Draisine, die ich brauche. Deswegen gehen wir nochmal zurück. Allerdings werde ich hier einfach einen Schnitt machen, weil den Weg kennen wir ja schon, ne? Hau ab! Hier ist kein Platz für Außenseiter! Sie kommen! Gino. Da sind Gino. Sie! Nun, dann kommt! Ihr werdet nicht obsiegen, ihr Dämonen! Und Hilfe! Was hat denn da gepiept? Wer da? Das ist... Oh, das ist ein Schutzwall. Kann man sich vor dem Ding verstecken? Haut er jetzt ab, oder? Ich glaube, das Piepen war, dass der Tag anfängt, oder? Ich habe keine Ahnung. Ahnung. Ah. Die Dämonen sind weg! Sie wurden von unserem wahren Glauben vertrieben! Wir haben die Prüfung bestanden! Gott stehe uns bei! Der Herr Unser hat uns behütet! Herr, der Herrscher über Himmel und Erde! Höre unseren Lobgesang! Denn du hast uns erweckt! Hast uns Kraft gegeben, diese Dämonen der Elektrizität, Satans Geschöpfe, zu verbannen! Deine Macht wird hier auf Erden bestätigt, wie auch du sie im Himmel bestätigt hast! Amen! Okay. Ich will ja nicht sagen, dass ihr hier an einem sehr brisanten Ort seid, aber die Radioaktivität ist kurz vor dem gelben Bereich. Also, ich würde weggehen an eurer Stelle. Wo bin ich überhaupt gelandet? Ich will doch darüber. Also jetzt ist das hier so eine kleine Siedlung. Aber wenn wir schon hier sind, nehme ich natürlich weiter auf, ne? Da brennt zumindest Licht. Da gehen wir kurz mal rein. Wieso ist dann eine Leiche? So seid ihr tot. Ja, das nehme ich alles mit. Ist ja ganz klar. So. Okay. Dann können wir ja weiterziehen. Also. Ich bin übrigens vorhin einmal kurz gestorben. Nicht schießen! Bitte nicht schießen! Ich weiß nicht. Es war doch nur ein Spiel, wie jedes andere. Was? Aber eines von diesen Arschlöchern hat gemogelt und er hat zuerst gezogen. Und bevor ich überhaupt irgendwas sagen konnte, ging es schon los. Sie treten alle durch. Ich konnte nichts machen. Nichts, sage ich dir. Ich lüge nicht. Boba kann das bestätigen. Nur nicht schießen. Wer ist Boba? Das heißt, die haben hier gespielt und haben sich dann getötet? Was mache ich denn jetzt? Was mache ich nur? Und wer ist das? Wir haben das Ende verändert. Wir haben... Oh, scheiße. Wir haben jetzt ein böses Ende. Oh. Oh. Ups. Ja, gut. Wir haben uns entschieden, was für ein Ende wir haben möchten. Vor allem entschieden ist gut. Wir haben jetzt das böse Ende. Guck mal, da ist auch noch eine Hütte. Aber da komme ich nicht rüber. Ich glaube, da waren wir schon bei... War ich da? Ah, da war das Boot drin. Aber wir sind jetzt auf der anderen Seite. Okay, alles klar. Na gut. Lass uns mal weiter rüber schleichen. Ich glaube, dass wir keine Ghule mehr unterwegs treffen. So.
So, und wo soll jetzt diese Dresine sein? Ich meine, hier sind ja die Schienen, ne? Ach da, okay. Wie bringen wir das Ding jetzt hier rüber? Ach man, jetzt muss ich mich wieder mit dem Schiffi, mit dem Fischi befassen. Sag mal, Dude, wie komme ich an das Ding ran? Ah, okay, ich kann mich hier zur Seite vorbeischleichen. Ich habe nicht mehr allzu viel Sauerstoff, aber ich kann die ja bauen, ne? Hä? Oh shit. Oh, komme ich hier hoch? Ja. Oh. Hey, cool, ich kann einfach hochspringen. Kann ich hier auch einfach hochspringen? Nein. Okay, wenn wir das so machen. Ich kenne mich aus. Weiß, was ich hier drücke. Ja, ich denke, wir haben ein Problem. Also vorwärts kommen wir schon mal nicht. Vor allem würde das nichts bringen. Wir müssen ja da nach hinten hin, ne? Glaube ich zumindest. Ducke ich mich? Hier sind Steine. Die Quest zeigt mir woanders hin. Okay, folgen wir einfach der Quest. Die Quest wird schon wissen, wo sie uns hinschickt. Ah. Ja, Spiel, wenn du mir dieses Schild übersetzt hättest. Oh, ich hätte das Fischi töten können. Oh nein. Oh, ich hätte Fischi töten können. Oh, verdammt. Oh, ich möchte den Spielstand laden. Ach, Kacke. Ja, wenn mir das Spiel dieses Schild übersetzt hätte, wäre das ja kein Problem gewesen, ne? Aber nein. Hat es natürlich nicht. Okay. Ups, falsche Richtung. Kann ich mir die Gasmaske ausziehen? Ja. Ich will sie ausziehen. So. Aber wir werden doch irgendwo hängen bleiben, da werden Ghule kommen und alles. Ach du Scheiße. Vielleicht stehe ich mal ganz kurz auf und mache es Tag. Weil das Ding hier ist sowieso ein bisschen laut, ne? Ach Scheiße, ich hab gehupt. Ich will aussteigen. Lass mich aussteigen. Hallo? Kann ich nicht mitten in der Fahrt aussteigen? Oh Gott, ich kann nicht mitten in der Fahrt aussteigen. Na gut. Dann geben wir Vollgas. Scheiß drauf. Wir überfahren alles, was hier kommt.
Wobei ich nicht glaube, dass wir komplett durchfahren können, aber gut. Und in der Halle, wo wir gleich hinfahren, da sind überall Menschen. Ach, guck mal, da waren schon die ersten Ghule. Hup, hup. Alle aus dem Weg. Ich lock sie auch noch extra an, ey. Oh nein, das wird nicht noch. Oh Gott, oh oh. Ja, ist klar. Ist scheiß drauf, den überfahre ich. Weiß nicht, ich habe so das Gefühl, das wird nicht die einfache Fahrt, auf die ich mich hier freuen sollte. Wahrscheinlich verfolgt mich auch irgendwas, ne? Hallo, fahr rückwärts. Wieso fährst du jetzt vorwärts? Ich glaube, das ist schon Ende der Fahrt. Oder bretter ich da durch? Nein, da bretter ich nicht durch. Scheiße, ich muss die Schiene umstellen. Nee, fahr doch geradeaus! Was ist dein Problem? Ah, ich sehe die Weichenstellung. Alles gut. Okay. Einmal aussteigen, bitte. Aussteigen. Aussteigen. Hä? Muss ich da drauf schießen? Ah, okay. Und den hätte ich so gerne überfahren. Aber das ist gar kein Ghoul. Okay, meine Augen spielen mir schon Streiche. Ich bin ein alter Mann, Leute, lasst mich in Ruhe. Er sieht aus wie ein hockender Ghoul. Kannst du mir doch nicht erzählen. Hä? Ich hab doch die Schiene... Hä? Ich hab doch die Weichen gestellt. Jetzt vielleicht. Vielleicht war ich einfach nicht weit genug weg. Ja, okay, gut. War schon, kann ich mich alleine spielen, ey. Okay, kein Problem, wir können weiterfahren. Ich dachte schon, jetzt bleibt meine Maschine stehen. Ist sie ja auch für einen kurzen Moment. Kleine Schrecksekunde gehabt. Ja, ich... Ich glaube, ich möchte aussteigen. Wo bist du denn, Kleiner? Wo bist du denn? Komm doch rein. Okay. Wo bist du? Wo? Oh. Okay, das war einer. Wo ist der Rest? Ach, da. Guck mal, da ist ja ein Köpfchen. Nein! Ich bin zu langsam im Zielen. Oh, ich seh dich. Komm. Put, 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 put. Wo sind die Säue? Ich hätte doch einen gesehen, das hat umgefallen. So, erstmal. Alles klauen, was hier nicht nied- und nagelfest ist. Hey.
weiß doch, dass da noch einer ist. Ich hab den doch gesehen, oder? Ich blind. Ich vermute mal, ich muss hier das Tor hochheben. Wegen so. Hab ich doch richtig gehört. Das ist noch eine kleine Potsau. Aber ich hole mir erstmal den Loot von den anderen. Okay, wir kämpfen von hier oben aus. Ein Scheiß hast du. Hä? Hey, wie kannst du mich sehen, wenn ich dich nicht sehe? Hat sich erledigt. Okay, wir lassen die einfach mal hinten rumlaufen. Vielleicht kommen sie nochmal her. Aber ich loote erstmal. Au! Das ist aber nicht nett von dir gewesen, mich einfach anzuschießen. Okay, da kommt gleich noch einer. Ich weiß, ich habe mehrere Kugeln, aber ich lade gerne nach. Nachladen ist mein Hobby. Ich habe da noch was gesehen gerade. So ganz alleine könnt ihr nicht gewesen sein. Was? Ich hab das Mistige im Visier. Zielkünste waren auch schon mal besser. Ich werd alt. WTF? Ich schieß bestimmt irgendwo gegen. Das kenne ich doch bei solchen Spielen. Also, solange der schießt, lade ich mal nach. Hör auf, dich zu bewegen! Ich glaube, ein Schuss reicht bei denen. Ich muss gar nicht auf den Kopf zielen. Ich mache mir hier einen Stress. Aber wir kippen die sofort um, weil der Damage hier so hoch ist bei mir. So, hier war irgendwo eine Leiche, ne? Ja. Ich weiß, dass da noch einer ist. Oh ja, mein Freund, oh ja. Ich hätte mich hier auch reinschleichen können, ne? Naja. Gut, ich wusste nicht, dass die hier schon sind. Sonst hätte ich ja reagiert. Hihihi. Ich glaube, jetzt kann ich sogar stealthy arbeiten hier, ne? Wir wissen nämlich nicht, wo ich bin. Ich möchte aber gerne den anderen Loot noch einsammeln. Dafür müssen wir hier entlang. Okay, nein, ich habe natürlich nicht getroffen. Nein, nein. Kommt ihr auf die Idee, dass das ein Kopf war? Wieso lade ich nicht nach? War das jetzt gratis Munition? Oh, anscheinend schon. Okay. Mal kurz zeilen. Da ist noch ein Kollege. Sag mal, seid ihr die Village People? Die sehen aus wie die Village People. Wozu habe ich mich gerade geheilt? Ach, Kacke. Ich muss mal kurz Medizin herstellen, ja? Ihr könnt bestimmt warten. Dankeschön fürs Warten. Village People. Ach, gucke mal. Ich kann hier sogar unten rum. Oh, ich glaube, die ergeben sich schon. Na gut.
Denn solltest du sein. Schade. Oh, hier, ich hätte mich von der Seite aus reinschleichen können sogar. Es gibt hier so viele Möglichkeiten, hier rumzuschleichen. Und ich gebe wie so ein Berserker rein. Ja gut, die haben mich ja schon gesehen, als ich angefahren gekommen bin. Wie willst du dich mit der Draisine da anschleichen? Geht ja nicht. Oh, gib mal her den Scheiß. Ja, ich muss dich erst finden, bevor ich dich töten kann. Warte eine Sekunde. Ich muss kurz nachladen, weil nachladen ist mein Hobby. Aber ich muss sagen, Munition gibt's hier echt ohne Ende. Ach, der muss da oben sein. Wie komme ich denn da oben hin? Jetzt schwören können, ich hätte hier einen erschossen. Okay, gehen wir mal hier hoch. Du bist der Village People. Wo bist du? Ich will nur, dass du dich richtig ergibst. Was war das für ein Stromschlag? Oh. Ja, nice. Eine neue Komponente. Das finde ich gut. Och man, ich habe ja voll Lust zu schleichen und alles, aber es funktioniert halt meistens nicht. Es wird wahrscheinlich erst wieder der zweite Durchgang. Bei den anderen Metro-Spielen, beim ersten Durchgang bei Metro, da war es halt genauso. Weil ich wusste nicht, wo die Gegner sind und alles und so fort. Und dann bin ich immer zufällig auf welche gestoßen und dann musste ich sie erschießen. Und im zweiten Durchgang, als ich dann den Schwierigkeitsgrad höher stellen konnte, habe ich mich halt durchgeschlichen komplett. Aber das bringt mir jetzt halt wieder nichts, weil... Ja, wir keine Erfolge haben. Ach, das ist doch der Waggon für die andere, ne? Ah. Wir müssen den Scheiß hier irgendwie aufkriegen. Ich glaube, wir müssen dafür da hoch. Ja, wir müssen da hoch. Das sind die Passagier-Waggons, genau. Die wir gesucht haben. Oh, oh. Die habe ich ja ganz vergessen, mein Freund. So. Einmal. Ebelchen. Das nehmen wir auch nochmal mit. Herunterspringen wird wohl nix. Mal rüberspringen. Ich will die Pilze. War aber so wert. Und ich dachte, eine Draisine wäre halt so ein Hebelzug-Schienenviech. Ihr wisst schon, dass auf beiden Seiten hängt da halt jemand und drückt ständig runter. Ich dachte, das wäre eine Draisine. Vor allem, ich habe nicht mal ein Visier an. Das ging alles ins Auge. So, ich hoffe, ich muss nicht eigenständig dahin fahren. Weil mit der Draisine fahren ist echt ein bisschen ätzend. Oh, ich muss eigenständig fahren und ich glaube, ich muss nach links dafür, oder? War ich nach links? Oh, ich fahre nach links. Einmal kurz einen Blick nach hinten werfen. Okay, oh, kann ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr nach hinten gucken. Ein bisschen beängstigend, weil ich nicht weiß, was hinter mir abgeht. Und vor allem fahren wir doch gleich wieder durchs Wasser, oder nicht? Oh, ich hätte Fischi töten sollen. Oh, das war... Oh, Mann... Also kann ich doch nicht riechen. Ich hätte das Viech töten können.
Oh, das regt mich am meisten auf. Ich habe echt Bock, den Speicherstand zu laden, nur um dieses Fisch hier umzubringen. Oh, der wird mich jetzt wegfuttern. Oh, oh. Fischi, hier ist seichtes Gewässer, oder? Alles gut. Okay, die Katzen, wie hier machen, aus ist. Oh, halt drauf, Zero, halt drauf! Ja! Ah, kann ich schneller fahren? Aber ich habe noch einen überfahren. So, was sagt meine Quest? Okay, wir können easy da durchfahren. Gut, Freunde, kann ich hier abspeichern? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns ab hier in der nächsten Folge, weil es könnte sein, dass es gleich nochmal ein bisschen brenzlig wird. Und das hebe ich mir dann für die nächste Folge auf. Haut rein, euer Zero. Tschüss.